Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen Clutch Case. Im Zuge der restlichen Update-Geschichten kam ein neues Caseline online, und zwar die Clutch Case. Und wir schauen uns jetzt mal die Skins an, beziehungsweise ich zeige euch mal die Skins, die darin enthalten sind. Da haben wir ja schon mal die MP7 Bloodsport. Die sieht mal richtig sick aus, gerade für Bloodsport-Fans eben der Skin schlechthin, logisch. Wobei es auch viele Nicht-Verfechter der Bloodsport gibt, habe ich gehört. Mir gefällt sie so mittelprächtig. Sie ist halt vollgepackt mit Kram. Aber es ist halt auch eine Sportwaffe und da ist halt meist Werbung drauf. Für mich das absolute Highlight in der Case ist die M4A4 Neon Noir. Ultra sickes Ding, oder? Die wird so krass gut halt zu der Pistole passen. Ist auch logisch, das Gleiche. Wirklich wunderschön. Übrigens wundert euch nicht, wenn ich jetzt ein bisschen aufgedreht oder so wirke. Es ist voll spät und wir haben gerade eben den Stream ausgemacht. Es ist 2.09 Uhr und ich mache das jetzt noch schnell, damit es für euch dann um 8 Uhr online geht und das Fallout-Video kommt dann um 13 Uhr und um 17 Uhr kommt ganz normal Counter-Strike. Ich kann gar nicht aufhören hinzugucken, die ist so schick. Des Weiteren haben wir hier noch eine neue AWP und zwar die Mortis. Die sieht schon ziemlich nice aus. Vor allem hier die 13, Killer 13, passt zu mir logisch. 13 nochmal ist ja auch eine sogenannte Glückszahl, die 13. Für viele Leute bedeutet das Glück, Seligkeit und langes Leben. Das Ding erinnert mich direkt an die Dragonlore mit diesem scheiß karoten Punktekack. Ich finde von weit weg, wenn man so ganz verschmierte Brillengläser hat und 80 Millionen Dioptrien auf beiden Augen braucht und die von der Brille nicht mehr bekommt, dann könnte es sogar mit der Dragonlore aussehen von weit weg. Aber vielleicht auch nicht. Die nächste ist die USPS Cortex. Leider kann ich die nicht groß machen. Hey, guck mal, der Kopf und das Schlabberbabber, das da raus... USP steht da sogar. Richtig schnuckeliges Ding. Das könnte schon so eine Favorite USPS werden, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch die AUG Stymphalion. Stymphalion. Stümperhaft ausgesprochen, sozusagen. Die ist ganz schön ägyptisch. Ja. Das sehe ich von hier. Ich bin ja Völkerkundler und ich sehe das, dass das ganz schön ägyptisch ist. Ist halt so goldig. Also durch dieses ganze Gold gefällt es mir nicht mehr so arg gut. Aber es ist schon noch ein Skin, der einem ins Auge springt, klar. Und da haben wir eine richtig dicke Glock. Eine Glock 18 Moonrise. Die sieht ja edel aus. Das ist so eine richtig coole Mädchenwaffe, aber auch für Jungs geeignet. Klar, kann jeder spielen. Wir sind ja nicht ausgrenzend, abgrenzend oder angrenzend, sondern es ist eine Waffe für alle und jeden. Schönes Teil. Sehr schönes Teil. Der Mond geht auf über der Stadt und die Kills fliegen rein. Und zwar satt. Das war ein kleines Gedicht für euch. Bitteschön. Oh mein Gott, eine Swag 7. Eine Swag 7. Sie haben sie echt hingefuhrwerkt. Genauso habe ich mir so vorgestellt. Es fehlt noch so ein kleines Kind, das rumdappt und sonst passt Dollarzeichen und kleine Dinger. Es fehlt noch vielleicht so ein Emoji-Scheiß. Und, was ist noch? Cancerous? Keine Ahnung. Eine Zigarette? Na komm, wir wollen es nicht übertreiben. Aber ihr sieht schon cool aus, oder? Swag 7. Dann gibt es ja noch die Arctic Wolf. Kann ich leider auch nicht groß machen. Manche sind einfach noch nicht aufgenommen, aber ja. Es hat auch irgendwie was, oder? Mit diesem Fell und das Rot hier oben könnte dann vielleicht sogar das Auge sein, oder? Und das der Schniedel? Sehr schönes Ding. Roter Abzug. Und dann kommt die Nova Wild 6. Ist jetzt auch nicht wundervoll, aber auch nicht schlecht. Ich denke, von nahem wäre es wahrscheinlich cooler, aber leider geht es nicht. Dann gibt es noch das ziemlich hässliche Negev. Die Lionfish, inspiriert von Findet Nemo, ist klar. Ja, naja. Also mein Favorit ist es auf keinen Fall, aber es geht schon in Ordnung, oder? Das geht in Ordnung. Hier kommt nochmal ein Glanzstück. Dieser R8 Revolver Grip. Den würde ich wirklich gerne von nahem sehen. Ich denke, die Details sind hier der Hammer. Und dieser blaue Griff. Noch so eine hässliche Pipi beißen, aber das ist ja, glaube ich, nichts für uns. Naja, naja. Was noch ganz interessant ist, ist diese Oxid Blaze Schrotflinte. Die hat schon was, aber ist jetzt auch nicht bombig. Dann gibt es noch die 5-7 Flame Test. Erinnert ein bisschen an die Bunsen Burner, nur halt mit anderen Farben und als 5-7. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Dieses Glitzermäßige sieht auch ganz cool aus. Das kommt irgendwie doch ziemlich nice zur Geltung. Da kann man schon nicht klagen. Des Weiteren noch eine SG-553 Aloha. Ja. Dann eine P2000 Urban Hazard. Die hat irgendwie was. Und zu guter Letzt noch eine MP9 Black Sand. Des Weiteren kamen dann noch 24 neue Gloves dazu, die ich einfach jetzt durchswitchen werde. Und da muss ich sagen, finde ich bereits jetzt diese Weiß ziemlich nice. Dann gibt es noch die Omega. Mhm. Oh, Bronze Murph. Gut. Amphibious. Auch nicht schlecht. Blau. Ist nicht so meins. Die sehen überhaupt nicht gut aus. Und die sind gar nicht so übel. Imperial Plate. Nice, nice. King Snake, naja, naja. Polygon, geht. Transport, ja. Turtle, Pau, etwas besser. Mogul, Fade, nice. Buckshot, ja, ne, eher nicht. Aber die Crimson Web, da werden einige sicherlich zugreifen. Die Case, es gibt Case Hardened, oh mein Gott. Und die ist natürlich sexy, da. Rattle, the Rattler, wah. Mangrovenwälder. Oh, nee. Emerald. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Nein. Nein.
Obwohl, Duct Tape hat auch irgendwie was. Overprint. Die sind schön. Cobalt Skulls. Nice. Und da geht's wieder von vorne los. Hier nochmal der Schatz aus der Kiste, die M4A4 Neo Noir. Jetzt schon auf meinem Platz 1, was diese Gesamtkiste angeht. Ich hoffe, ich konnte euch die neuesten Sachen hier so ein bisschen zeigen, also was es eben gerade an neuen Skins so gibt und dass euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.